Ich habe dich nicht verzaubert. Weder dich noch sonst ein Pony. Ich habe nur getan, was du wolltest. Warum sollte ich mich freiwillig mit Albträumen quälen wollen? Du wolltest keine Käfer fangen und ich habe geholfen. Du wolltest deine Freunde nicht verlieren und ich habe geholfen. Wenn es ein Problem mit deiner Familie gibt, kann ich dir ganz gewiss auch helfen. Ich will deine Hilfe gar nicht. Lass mich einfach in Ruhe. Oh, Applebloom, du kannst vor deinem eigenen Schatten nicht davonlaufen. Prinzessin Luna, vor meinem Schatten? Was meinst du denn? Das bin ich? Du meinst, ich tue mir das im Grunde nur selbst an? So ist es, Applebloom. Es ist dein Traum. Aber wenn ich das alles nur träume, warum wache ich da nicht auf? Manchmal machen wir uns so große Sorgen, dass unsere Angst uns das Gefühl gibt, wir wären in einem Albtraum gefangen. Ich vermute, es gibt etwas, worüber du dir besonders große Sorgen machst. Habe ich recht? Ja, ich mache mir immer große Sorgen wegen meines Schönheitsflecks. Nun, das bedeutet, du sorgst dich darum, wer du bist. Das ist, was der Schönheitsfleck zeigt. Wenn du nicht akzeptierst, wer du bist, gleicht dein Leben einem schlechten Traum. Aber wenn ich mich selbst mag, mögen mich die anderen Ponys dann auch? Natürlich. Dann ist es doch egal, was mein Schönheitsfleck zeigt. Richtig. Aber das ist so einfach. Ich bin sicher das einzige Pony auf der Welt, das sich um seinen Schönheitsfleck solche Sorgen macht. Oh, nein, das würde ich nicht sagen. Diese Nacht war für uns alle anstrengend. Aber es wird Zeit, langsam zur Ruhe zu kommen. Prinzessin Luna! Ich weiß, ihr habt heute Nacht alle viel nachgedacht. Aber ich glaube, Applebloom möchte euch etwas mitteilen, bevor ihr aufwacht. Schlafen wir denn noch? Cool! Achtung! Ich erkläre das Traumtreffen des Schönheitsfleckenclubs hiermit für eröffnet. Ich glaube, wir waren alle sehr nervös, als wir von Bepsys Schönheitsfleck erfahren haben. Aber ich habe keine Lust, jede Nacht Albträume zu haben, bis wir unsere bekommen. Ich auch nicht. Und auch wenn wir vielleicht Angst haben, ändert ein Schönheitsfleck nicht, wer wir sind oder was andere Ponys von uns halten. Zum Glück fürchten wir uns alle vor derselben Sache. Dann können wir uns gegenseitig helfen und daran erinnern, wir selbst zu bleiben. Und wenn der Tag kommt, an dem ihr eure Schönheitsflecken erhaltet, könnt ihr sicher sein, dass sie zu euch dreien passen. Das ist richtig. Glaubt ihr, dass Bepsy sich vielleicht auch Sorgen macht oder Angst deswegen hat? Wisst ihr was? Wie wär's denn, wenn wir ihr zusammen ein Päckchen schicken? Ja, dann weiß sie, dass sie nicht allein ist. Wir wollen doch nicht, dass sie denkt, nur weil sie ihren Schönheitsfleck hat, könnten wir keine Freunde mehr sein. Aber, vielleicht warten wir damit, bis wir wach sind. Gute Idee. Sorgen und glaube unbeirrt. Mich ändert kein Schönheitsfleck, ganz gleich, was es auch wird. Sieht aus, als fühle sich da jemand viel besser. Du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr.
Wie ich es dir versprochen habe. Ausreichend zu schlafen bringt meistens alles in Ordnung. Ich schätze schon. Ich wünschte nur, es wäre nicht ganz so anstrengend gewesen.